Ja, sehr geehrter Herr Huber, sehr geehrte Laudatoren und Mitglieder der Jury, Vertreter der Otto-Brenner-Stiftung, Kollegen und Anwesende. Ich bin, wie gesagt, gebeten worden, aus der Sicht einer Preisträgerin noch ein paar Worte zum Abschluss zu sagen. Und ich tue das mit sehr großer Freude und mittlerweile auch Rührung am Ende solch einer angenehmen Veranstaltung. Und ich habe recherchehalber gestern noch in diesem Buch geblättert, weil ich mir davon ein bisschen Inspiration erhoffte. Das ist Thomas Bernhard, meine Preise. Aber leider taugt diese ansonsten wirklich sehr vergnügliche Lektüre für den heutigen Abend nicht so recht, denn alle Preise, Ehrungen und Auszeichnungen, die Thomas Bernhard darin beschreibt, enden in einem öffentlichen Skandal oder zumindest in einem Eklat. Also es ist definitiv nichts für den Otto-Brenner-Preis gewesen. Ich fand allerdings eine Stelle, von der fühlte ich mich angesprochen. Das sind nur ein paar Sätze, die möchte ich Ihnen kurz vorlesen. Da heißt es, der Morgen der Preisverleihung war da. Ich sollte bei dieser Gelegenheit eine kleine Rede halten, aber mir fiel keine Rede ein. Schließlich setzte ich mich zu meiner Tante an den Frühstückstisch und sagte, ich kann keine Rede halten, es fällt mir keine Rede ein. Vielleicht nach dem Frühstück, sagte meine Tante, und ich dachte, ja, vielleicht nach dem Frühstück. Und ich frühstückte und frühstückte und frühstückte, aber mir war immer noch nichts eingefallen. Nun habe ich es natürlich viel leichter heute, sehr leicht, denn ich kann mich bedanken für einen Preis, der anders als viele Journalistenpreise keinem kommerziellen Interesse dienen soll. Der Otto-Brenner-Preis gilt in unserer Berufssparte als eine Ehrung, mit dem eben nicht versucht werden soll, mögliche Kritiker zu umarmen oder gar milde zu stimmen, sondern der im Gegenteil zu Kritik und Skepsis ermutigt. Er gilt als ein Preis, der von einer unabhängigen Jury vergeben wird, und er wird von einer Stiftung ausgelobt, die den Namen eines Mannes trägt, der zu Lebzeiten als aufrecht und unbequem galt. Dank Ihnen sehr, dass Sie solch einen Preis ins Leben gerufen haben und dass Sie ihn vor allem leben lassen. Sie zeichnen damit, finde ich, nämlich auch einen Beruf aus, der zu den schönsten gehört, die man ergreifen kann, denke ich. Selbst wenn er in Meinungsumfragen regelmäßig als einer mit ganz üblem Ruf und ganz schlechtem Image darstellt. Ich finde oder empfinde diesen Beruf als wirkliches Privileg, denn der Journalist darf Wissen anhäufen. Er darf recherchieren, er verdient sein Geld mit Erkenntnisgewinn und mit der Weitergabe dieser Erkenntnis. Er ist auf die Art und Weise gezwungen, die eigenen Vorurteile immer wieder auf den Prüfstand zu stellen, weil er Facetten dieser Welt kennenlernt, die anderen verschlossen bleiben. Sie sind schillernd, vielfältig, oft auch nicht schön, diese Facetten, aber sie bereichern seinen Blick auf die Welt. Und was noch viel wichtiger ist, erst dieser Erkenntnisgewinn versetzt den Journalisten in die Lage, seinen Beruf so auszufüllen, wie er gedacht ist, nämlich als Kontrollamt und als Wächteramt. Sie merken, ich rede von einem sehr ungetrübten Idealbild dieses Berufs und der Menschen, die diesen Beruf ausüben. Und Sie ahnen jetzt vielleicht, mit welchem Dank ich schließen möchte. Ehrungen wie diese, wie der Otto-Brenner-Preis, erinnern nämlich an das Ideal unseres Berufes, und dafür vielen Dank.